Und ich begrüße euch recht herzlich nun offiziell zur Stunde mit dem Fabian. Der Fabian ist von der Boya-Beratungsstelle Extremismus und hat uns zugesagt. Und es freut mich total, dass du da bist, Fabian. Und ich will jetzt nicht mehr so viel quatschen, wie ich vorher gequatscht habe, und gebe einfach das Wort dir. Und danke, dass du für diese Stunde heute Zeit gehabt hast. Und wir wünschen uns alle viel Spaß. Super, vielen Dank für die Vorstellung. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Fabian, Sozialarbeiter, arbeite bei der Beratungsstelle Extremismus, arbeite nebenbei beim Projekt Jamal Khatib mit beim Verein Hören. Da werde ich jetzt auch ein bisschen was erzählen, und ich starte jetzt meine Bildschirmpräsentation. Eine Sekunde. So weit sind wir noch nicht. Na, aufmerksam sind wir jetzt auch schon, oder? Sehr gut. So, aber jetzt. Genau, das große Thema Dschihadismus online. Du hast vorher gesagt, der Lockdown geht irgendwann vorbei. Viele von uns haben sich auch gedacht, dass das Thema Dschihadismus vielleicht sogar schon vorbei ist. Das ist es leider nicht, wie wir letztes Jahr im Herbst gemerkt haben. Ich mag jetzt ganz kurz was zur Beratungsstelle Extremismus erzählen. Uns gibt es seit 2014, und tatsächlich wurden wir im Zuge der Dschihadismus-Thematik gegründet. Das heißt, dass 2014 ab 2013 in Österreich zum ersten Mal ein wirklich großes Thema geworden ist. Beratungsstelle Extremismus, das machen wir genau. Der Kern unserer Arbeit ist die Helpline und das Beratungsteam. Das heißt, wir haben ein mehrsprachiges Team, die Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr, am Dienstag sogar bis 18 Uhr telefonisch zur Verfügung stellen und alle Fragen rund um das Thema Extremismus mit euch besprechen. Genau. Wir haben dann dazu noch ein Weiterbildungsteam, da bin eben unter anderem ich ein Teil davon, und da machen wir Workshops, Vorträge und so weiter zu unterschiedlichen Themen, zum Beispiel eben zum Dschihadismus, aber natürlich auch zum Rechtsextremismus, also gerade im letzten Jahr im Rahmen der ganzen Neukonzeptionierung quasi der Verschwörungsmythen, nennen wir es so, da tut sich gerade einiges, also das ist ein riesiges Thema bei uns und wird, fürchte ich, auch noch ein größeres Thema werden. Genau, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit, eClor, Projektbeteiligung, wir werden getragen vom Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend. Aber sind eben Teil der BOJA, das heißt Bundesnetzwerk offene Jugendarbeit, das ist unsere Organisationsstruktur, das heißt, wir kommen aus der offenen Jugendarbeit und arbeiten auch mit dem Prinzip in der offenen Jugendarbeit, Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, ganz wichtig bei uns. Was sind grundsätzlich unsere Arbeitsbereiche? Das eine ist einmal die Sekundärberatung, und das ist das Zentrale bei uns. Wir sind der Meinung, dass es in den meisten Fällen, wo es um Radikalisierung, den Verdacht um Radikalisierung geht, dass da die dran sind bereits, die in einer Beziehung drin sind zu der jeweiligen Person, dass die Richtigen sind. Es macht nicht immer, oder eigentlich, ich bin der Meinung, sehr selten einen Sinn, quasi externe Personen hinzuzuziehen. Unser Ansatz ist, dass wir hauptsächlich die Personen, und das sind eben Angehörige, aber eben auch Multiplikatorinnen, viele Lehrerinnen, die bei uns anrufen, oder auch eben Sozialarbeiterinnen und Jugendarbeiterinnen, die wollen wir unterstützen, stärken, begleiten und betreuen. Auf der anderen Seite die Primärberatung bei uns, das ist der Bereich der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit. Genau, also wir arbeiten natürlich auch mit primär Betroffenen. So, nochmal ganz kurz auf die Präventionsebene. Also, weil das jetzt dann später auch Thema wird. Also wir sind quasi in allen Präventionsebenen, wir arbeiten in allen drei Präventionsebenen, so der Bereich der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit ist hauptsächlich im tertiärpräventiven Bereich, aber eben gerade auch online
ist es vor allem schon viel, viel früher wichtig anzusetzen im Bereich der Primärprävention. So, genau, also was tatsächlich eben auch ein wesentlicher Arbeitsbereich ist bei uns, damit wir eben wissen, was gerade so abgeht, ist Monitoring sehr wichtig. Das machen wir einerseits jetzt eben bei aktuell bei der Verschwörungsszene, wie sich die eben neu zusammensetzt. Da ist relativ viel auf Facebook, auf Telegram. Da machen wir sehr, sehr viel Monitoring. Der Bereich des Dschihadismus, Neosalafismus, da machen wir auch viel Monitoring. Da sind wir hauptsächlich auf Instagram und Telegram. Und zwar, da hat sich tatsächlich einiges verändert, auch in den letzten Jahren. Ich denke, einige von uns kennen noch die Zeit der Foren, der großen Foren, die Pre-Social-Media-Zeit quasi so. Also Online-Dschihad ist tatsächlich nichts Neues. Bis 2013 hat sie sich hauptsächlich in eben Foren abgespielt und ab 2012 war dann die sogenannte Twitter-Ära. Das heißt, damals war die Taktik von Gruppen wie dem sogenannten Islamischen Staat, die eben 2013, 2014 ja, groß geworden sind, dort bis sie die Dominanz gewonnen haben, Al-Qaida quasi abgelöst haben als die große propagandistische Gruppe. Die haben über Twitter-Storms ihre Propaganda verbreitet. Das heißt, die haben die meisten Sachen auf Twitter gestellt. Ab 2015 haben dann die großen Social-Media-Plattformen, YouTube, Facebook und Twitter eben begonnen, da etwas dagegen zu tun, automatisierte Algorithmen eingebaut und es ist nach und nach schwieriger geworden für diese Propagandisten, online quasi direkt zu ihre Inhalte zu verbreiten. Also man weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, aber 2014 zum Beispiel haben tatsächlich österreichische Auslandskämpferinnen auf Facebook ganz normal mit ihren Anhängerinnen in Wien hier chatten können. Nicht nur mit ihren Anhängerinnen, auch mit zahlreichen Journalistinnen. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen ein bisschen geschaut, es hat tatsächlich zwei Interviews auf Ö24 zum Beispiel gegeben mit dem Vierers, wer sich da noch dran erinnern kann. Das war damals die berühmteste Propagandafigur, also die berühmteste dschihadistische Propagandafigur für den österreichischen Kontext. Also das war auch das Besondere damals, die zielgruppenaffine Propaganda. Also es hat für jedes Land, jede Region die eigenen Propagandafiguren gegeben. Das funktioniert natürlich sehr, sehr gut, weil die sind unten, die müssen es ja wissen. So. Das hat damals wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Gebrochen ist das dann, dieses Bild dann nach und nach, so ab 2015, wo es dieses Video gab, die Verbrennung des jordanischen Piloten, war ein ziemlicher Bruch dann auch online, wo sie dann hauptsächlich auf Ablehnung gestoßen sind. Genau, jedenfalls Algorithmen haben dann tatsächlich dazu geführt, dass sich die dschihadistische Szene mittlerweile auf Telegram versammelt, wie eben auch ein Großteil der rechtsextremen Szene mittlerweile. Wir können dann gerne später noch ein bisschen über die unterschiedlichen Social-Media-Plattformen bzw. die Messenger reden und was daran das Besondere ist. Jedenfalls das Wichtige an Telegram ist, es läuft über Kanäle. Das heißt, ich abonniere einen Kanal und in diesem Kanal wird dann quasi direkt mit den Followern kommuniziert und die Propaganda wird dann auch eben in diese Kanäle gestellt und von dort aus dann quasi von den Teilnehmern, also von den Kanalteilnehmern verbreitet. So läuft es. Ganz kurz, was ist so grundsätzlich das Ziel dschihadistischer Gruppen bzw. dschihadistischer Propaganda? Ganz grob gesagt, sie wollen das Bild, dass es eine friedliche Koexistenz zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, Musliminnen und Nichtmusliminnen gibt, das wollen sie zerstören. Also sie nennen das die grauen Zonen. Links ist der Big, das ist war ihr Hochglanzpropagandamagazin, das gibt es mittlerweile nicht mehr, zumindest nicht mehr auf Englisch und Deutsch hat es, glaube ich, nein, Deutsch ist nicht, nur auf Englisch hat es gegeben, voll.
Genau, das ist ihr Ziel und das Ziel wollen sie mit ihrer Propaganda natürlich verbreiten. Und das ist wichtig zu wissen. Das heißt, sie wollen das sogenannte Us versus Them-Narrativ, das ist so das zentrale Narrativ eigentlich aller extremistischen Gruppierungen und Strömungen, das wollen sie verbreiten. Im IS-Stil oder im dschihadistischen Stil ist quasi das Us versus Them-Narrativ, sind auf der einen Seite die Kreuzfahrer der Westen, die Globalisten. Globalisten ist dann auch ein Wort, was von Rechtsextremen verwendet wird. Jedenfalls, das ist das Them, das Us ist die Umma, die Vorstellung einer muslimischen Weltgemeinschaft und ihr zentrales Narrativ eben, diese zwei Seiten sind im Krieg. Der Westen greift den Islam, die muslimische Welt, die Umma an und es ist unsere Pflicht, uns zu verteidigen. Das ist das zentrale Narrativ und das wollen sie mit ihrer Propaganda, aber natürlich auch mit ihren Anschlägen und sonstigen Aktionen verbreiten. Genau, also tatsächlich ist das, das Online, die Online-Propaganda wirklich sehr, sehr, sehr komplex aufgebaut. Ich stelle nachher noch einen Link rein, wo ein Kollege von mir, Dr. Nico Bucher, der da sehr, sehr viel erarbeitet in den letzten Jahren, hat das sehr, sehr gut beschrieben, wie das aufgebaut ist. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes, in sich stimmiges, kohärentes Bild, was da gezeichnet wird. Und das ist, finde ich, schon nochmal so das ganz, ganz Wichtige. Auch ich mache jetzt nochmal die Parallele zu den Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen. In diesen Telegram-Channels, wenn man da drin ist, so, das macht in sich, macht das einen Sinn. Wenn man drinnen ist, dann macht das einen Sinn. Wenn man draußen ist, wirkt das oft komplett abstrus teilweise, aber das ist eben ganz, ganz wichtig, auch eben für die Arbeit an dem Ganzen. Und es ist ganz, ganz wichtig, die Leute ernst zu nehmen. In sich macht das einen Sinn. So, also, wir haben eben mitbekommen, direkt auf Social Media fällt es dschihadistischen Propagandaseiten mittlerweile wirklich sehr, sehr schwer, ihre Propaganda zu verbreiten. Sie haben es letztes Jahr, am Anfang hat es ein bisschen ausgedrückt, so TikTok, möglicherweise wieder eine Möglichkeit bietet, aber aus unseren Beobachtungen her tun sie sich da wirklich sehr, sehr schwer. Aber das ist tatsächlich nicht unbedingt ein Grund, nur ein Grund zur Freude, da auf Social Media tatsächlich einfach sehr, sehr viel neosalafistische Medienseiten dominieren. Die sind wirklich, wirklich, wirklich groß. Also vielleicht Neosalafismus, grundsätzlich Salafia, ganz eine breite Strömung, ganz unterschiedliche Ebenen. Ganz wichtig ist der große Unterschied eben auch zu dschihadistischen Gruppierungen ist, dass sie Gewalt ablehnen. Daher agieren sie auch im legalen Bereich und darum können sie direkt auf Social Media mit ihrer Zielgruppe interagieren. Und das machen sie tatsächlich irrsinnig gut. Community Management, wirklich gut. Generation Islam auf der rechten Seite. Ein Sujet von vor 2 Jahren. Das heißt, was machen sie neben dem, dass sie eben ihre Erzählungen quasi über bestimmte Videos, Sujets, interaktive Elemente quasi verbreiten. Sie verwenden vor allem eben auch unterschiedliche Strategien der Verschlagwortung und Platzierung, kapern Hashtags, um quasi in gerade Trends, also Trending Topics, um dort ihre Themen zu platzieren. Damit kommen sie tatsächlich sehr, sehr weit, auch über ihre direkte Zielgruppe oder ihre direkten Online-Anhänger hinaus und erreichen wirklich ganz, ganz viel Jugendliche, die eigentlich in ihrer Online-Welt ganz woanders wären. Das macht sie eben einerseits unter Trending Topics, andererseits, und das sieht man eben rechts, ein Twitter-Storm-Aufruf. Sie machen selber so Social Media Operations, eben Twitter, Instagram hauptsächlich. Das heißt, das sind so koordinierte Aktionen, teilweise international, wo sie versuchen, in einem Tag unter einem bestimmten Hashtag
so viel wie möglich zu posten, rufen eben auch ihre Anhängerinnen dazu auf, das auch zu machen, damit sie eben die Dominanz über ein Thema gewinnen. Kopftuch, ein sehr, sehr beliebtes Thema. Gab es, glaube ich, jetzt schon zweimal einen Twitter-Storm. Was sind sonst grundsätzlich die Themen? Hier wieder ein Sujet von Instagram. Und so arbeiten sie eben. Und das ist tatsächlich das, was uns im Herbst sehr, sehr stark beschäftigt hat. Also nach dem Anschlag von Paris, dem furchtbaren Anschlag von Paris, war irgendwie so, ist ganz wichtig, was tut sich jetzt online? Das haben wir wirklich sehr intensiv beobachtet und das wirklich problematischste oder eben das Schwierigste, und das ist aber eben tatsächlich immer noch Anschlägen, ist eben, wie unterschiedlich diese Informationen dann auf uns zukommen, auf uns einwirken und auf welchen Ebenen sie uns treffen. Also natürlich, mich hat in meiner Medienwelt ist es hauptsächlich um den Mord gegangen, eben an den Mord von dem Lehrer. Das war das bestimmende Thema in den Online-Lebenswelten der Jugendlichen. Es ist tatsächlich überhaupt nicht mehr um das gegangen. Also die neosalafistischen Seiten ignorieren das, die lassen das komplett aus. Sie beziehen sich mit ihren Beiträgen tatsächlich immer auf das, was danach passiert. Und danach passiert leider 2020, 2021, schauen wir mal, ja, immer noch das Gleiche wie 2014, 2015. Es wird quasi so das Kriegsangebot, das die Terroristen mit ihren Anschlägen aussprechen, das wird sehr oft dankend angenommen. Und darum geht es dann in den Online-Welten quasi der Jugendlichen. Es geht um Ansprachen, um Maßnahmen, die eben auf Muslime, auf den Islam als Ganzes bezogen werden. Der Emmanuel Macron hat nach diesem grausamen Anschlag, dann war er auch in der Anschlag von Nizza, hat er gesagt, der Islam als Ganzes steckt in der Krise. Und das war durchgehend das Thema, ist jetzt immer noch Thema. Also vor 3 Tagen wurde auch ein neues Gesetz beschlossen. Das ist das große Thema und das Sujet ist eben, also diesen ganzen Content könnte man zusammenfassen in diesem Sujet. Frankreich erklärt dem Islam den Krieg. Das ist quasi so die Message, die auf dieser Ebene rübergebracht wird. In meiner Medienwelt ist es möglicherweise eher gewesen, der Islam erklärt Europa den Krieg so. Das waren die zwei verschiedenen, oder die Terroristen erklären Europa den Krieg so. Das sind die zwei verschiedenen Medienebenen quasi. Und das macht es sehr, sehr schwierig, weil eben auf beiden Seiten quasi das Ass versus Dem narrativ breit anknüpfbar war. Das war eine ziemlich, ziemlich intensive Zeit. Schauen wir mal, wie das 2021 weitergeht. Vielleicht nochmal ganz kurz so, was sind die großen Themen in den Online-Lebenswelten der Jugendlichen? Was sind die großen Themen, die neosalafistische Propagandaseiten verbreiten? Das ist eben vom Kleinen ins Große ein riesiges Thema. Das sieht man leider nicht so gut, aber ich liebe dieses Slide. Großes Thema sind tatsächlich hauptsächlich, sagen wir mal, westliche Interventionen in der arabischen Welt. Also das Thema Drohnenangriffe, man sieht es hier, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema. Das ist tatsächlich einfach wirklich ein riesiges, riesiges Problem. Ganz grundsätzlich, bevor dschihadistische Propaganda, neosalafistische Propaganda natürlich irrsinnig, ihr habt das vielleicht mitgekriegt, die letzten Wochen, was auch so passiert ist, da war dieser Skandal über australische Soldatinnen in Afghanistan, die Zivilisten erschossen haben, zum Spaß quasi. Und eben ist tatsächlich auch amerikanische Blackwater-Männer, die begnadigt wurden. Das ist alles ein großes Thema. Das ist eben die eine Ebene. Und die andere Ebene hier, ein Sujet, das wir selber gemacht haben,
Alltagsrassismus. Das ist das große, große Thema. Das sogenannte Opfernarrativ. Und das Opfernarrativ funktioniert halt sehr gut, weil es tatsächlich ja sehr viel gibt, worauf man sich beziehen kann. So, das war es mal ganz kurz im ersten Teil zu dschihadistischer Propaganda, zu neosalafistischen Medienseiten, zu den Themen und Inhalten, die in den Online-Lebenswelten der Jugendlichen dominieren, mit denen ich arbeite. Ich stoppe jetzt mal ganz kurz, um zu schauen, ob es schon irgendwie Fragen gibt. Ansonsten würde ich dann mit dem zweiten Teil weitermachen. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach rein in den Chat schreiben. Zurzeit sind keine Fragen. Okay. Okay, super. Entschuldigung. So, kein Problem, Fabian. Es ist eine Frage, und zwar bitte Umma erklären. Danke. Okay, also Umma ist quasi die sogenannte, also ist ein Begriff für die Gemeinschaft der Muslime weltweit. Also das ist tatsächlich so eine Vorstellung, dass es ja, eine Weltgemeinschaft der Muslime gibt, und das setzt natürlich auch der sogenannte Islamische Staat an. Also das ist schon auch ganz, ganz wichtig bei Propaganda ganz im Allgemeinen, egal ob dschihadistisch, ob rechtsextrem. Es werden immer Begriffe verwendet, um quasi breiter anzuknüpfen, die quasi für eine breitere Anzahl an Menschen in ihrer Zielgruppe, also die Leute, die sie erreichen wollen, die quasi damit etwas verbinden. Das ist ja bei den Verschwörungstheorien, also tatsächlich, warum gehen ganz viele Rechtsextreme mittlerweile eben auch tatsächlich Neonazis, warum sind die auch auf diesen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen? Natürlich, weil es da potenziell Leute erreichen können, indem sie sich auf diese Themen draufsetzen. Also das ist schon immer ganz, ganz wichtig zu sehen. Ja, das, was in der Propaganda verwendet wird, dass das natürlich auch über die extremistische Gruppierung hinaus eine Relevanz hat. Also eben antimuslimischen Rassismus gibt es, das ist ein riesiges Thema. Kriegsverbrechen gibt es, das ist ein riesiges Thema. Und das macht es natürlich auch schwierig in der Thematisierung, in der Arbeit daran. Voll. Also eben tatsächlich, Umma, Weltgemeinschaft der Muslime, ist ein wesentlicher Teil, aber eben nicht, es haben nicht die Dschihadisten erfunden, die knüpfen an diesen Begriff an, damit sie sich natürlich als islamisch legitim darstellen. Und das sind sie aber tatsächlich nicht. Also der sogenannte Islamische Staat, spätestens ab 2015, dass es dieses Propagandavideo gab, wo sie eben den jordanischen Piloten verbrannt haben, wurden sie von allen offiziellen Seiten, das war der allerspäteste Zeitpunkt, wo sie von allen wirklich als unislamisch bezeichnet wurden. Genau, kommt aber natürlich in ganz vielen Online-Lebenswelten nicht an. Okay, dann mache ich weiter, oder? Okay. So. So, also, was kann man tun? Vielleicht das so ein bisschen, das die Überleitung zum nächsten Blog. Was kann man tun? Tatsächlich, das Internet gibt es ziemlich lange. Tatsächlich im Präventionsbereich ist man noch nicht so lange eben auch online vertreten. Online-Beratung gibt es als erste quasi Bereich, die online quasi wo es unterschiedliche Beratungen gibt, online unterschiedliche Einrichtungen. Tatsächlich, was es seit 2017, 2016 gibt, es quasi auch so ein bisschen unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Projekte im Bereich des Online-Streetwork. Eines aus Wien, Jamal al-Khatib, Mein Weg.
eine Initiative aus Wien. Ich stelle es ganz kurz vor, was ist die Idee von diesem Projekt? Die Idee von diesem Projekt, schon mal Tipp mein Weg ist, dass man gemeinsam mit unterschiedlichen Leuten, die an dieser Thematik dran sind, das sind eben hauptsächlich und vor allem, das ist das Wichtigste, Jugendliche, junge Erwachsene, die in der dschihadistischen Szene waren, die drin waren, die sich davon distanziert haben und die sich dagegen stellen wollten, die andere davor abhalten wollen, eben wollten eben so ab 2014, 2015, wo das eben noch ein Thema war, nach Syrien auszureisen, für den IS zu kämpfen. Das heißt, im Rahmen dieses Projekts werden alternative Narrative, Gegennarrative auch, aber hauptsächlich alternative Narrative, ich erzähle nachher noch ganz kurz, was der Unterschied ist, werden erarbeitet und dann eben im zweiten Schritt im Rahmen von Storytelling und Visualisierung werden diese Narrative zu Content, zu Online-Content, zu Web-Videos hauptsächlich, die eben gemeinsam erstellt werden, aber nicht nur erstellt und veröffentlicht. Also das ist das Wesentliche. Es geht nicht um die Distribution, um die Veröffentlichung, sondern es geht vor allem auch um die Diskussion der Inhalte online. Und das ist die Methode Online Streetwork. Nur ganz kurz so ein bisschen zur Erstellung der Narrative. Narrative Biografiearbeit, eine unheimlich coole Methode, verwende ich sehr, sehr viel in meiner sozialarbeiterischen Praxis. Wichtig ist, das bisherige Leben, die Personen, die Umstände, die eine wesentliche Rolle gespielt haben, die werden zum Thema. Der Fokus liegt natürlich in diesem Fall bei der Erarbeitung von alternativen Narrativen auf der politischen Sozialisation, das heißt, in dem Fall auf den Einstieg und Ausstieg aus der dschihadistischen Szene. Und da wird genau drauf geschaut, was waren die Gründe, wie ist der Prozess abgelaufen und was waren dann eben auch die Learnings, vor allem was war auch der Ausstieg. Es waren die Punkte, wo man mit der Szene gebrochen hat, wo man gemerkt hat für sich, dass das eine falsche Sache ist. Darum geht es hauptsächlich. Und was sind dann die Ziele? Zielgruppen, also natürlich ist es schon mal irrsinnig wesentlich, dass man den Jugendlichen, die in dieser Thematik drin sind, eine Stimme gibt. Also Islam und Terror ist einer der größten Diskurse seit 9-11. 9-11 hat tatsächlich die Welt ziemlich verändert. Unser aller Welt, die Welt der Jugendlichen, vor allem ihre Online-Lebenswelten, wurden dann vor allem durch den sogenannten Krieg gegen den Terror verändert, das habe ich eh schon erzählt vorher. Also ganz, ganz wichtig, den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen auch eine Stimme geben, selbst sprechmächtig zu sein, selbst sich zu positionieren in diesem Diskurs, damit wir vor allem eben auf die sogenannten Grauzonen, damit die stärker werden. Das ist das Wichtige. Also diesem As versus Dem Narrativ in der dschihadistischen Propaganda, aber eben auch darüber hinaus, dem ganz, ganz viele verschiedene Stimmen entgegenzustellen. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, es gibt sehr viel Grau dazwischen. Genau. Fabian, könntest du ganz kurz die vorherige Folie zeigen? Eine Teilnehmerin hätte das gern noch einmal. Ja, ihr kriegt die Folien alle nachher. Super, also alle, die ihr bekommt, wenn sie wollt, mit den Teilnahmebestätigungen auch dann die Präsentation mitgeschickt. Genau. Ne? Vielleicht eben das Zitat rechts von meiner Kollegin Julia Kerbel ist auch nachzulesen. Ich stelle nachher die ganzen Links in den Chat zu den Materialien. Also es gibt da ganz, ganz viel auch schon publiziert zu diesen ganzen Methoden. Stelle ich alles in den Chat, gibt alles nachzulesen. Okay? So, genau. Wo war ich? Online war ich. was ist online wesentlich? Also natürlich kann man jetzt nicht einfach hingehen und Videos machen und dann übernehmen die Jugendlichen das 1:1. So funktioniert politische Sozialisation nicht und so soll sie auch nicht funktionieren. Was mir vor allem wichtig ist in meiner
Arbeit, in meiner politisch-bildnerischen Arbeit, auch also in der Arbeit mit Weltbildern, mit extremistischen Weltbildern, mir ist wichtig, dass die Jugendlichen eine innere Autonomie entwickeln, das heißt, Werte und Handeln von eigenen Werten geleitet. Ein Handeln geleitet von eigenen Werten. Genau, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich hätte gern, dass die Jugendlichen sowohl mir als auch der dschihadistischen Propaganda widersprechen, also sowohl bei mir im Gespräch, wenn ich eine Position formuliere, als auch wenn sie online ein Propagandavideo sehen, dass sie widersprechen und ihre eigene Meinung sich bilden. Das, finde ich, ist das Wesentliche. Also das ist ganz, ganz wichtig, gerade jetzt in der politischen Sozialisation. Jugendliche probieren jetzt aus, versuchen unterschiedliche Positionen. Wie funktioniert das bei mir? Wie komme ich an, wenn ich mich so positioniere? Es ist ganz wichtig, dass man den Jugendlichen Feedback gibt. Wie kommt das an? Vor allem eben, wenn wir menschenverachtende Haltungen in bestimmten Positionen, Aussagen sind oder eben auch in den Dingen, die sie online teilen. Es ist wichtig, Position zu beziehen, aber eben auch einen Raum für Meinungsbildung zu lassen. Die Jugendlichen, wenn wir sie niederdiskutieren, lernen sie genau nur das, dass die, die stärker sind, Recht haben. Weil wenn ich mit einem 15-Jährigen arbeite, mit ihm diskutiere, bin ich ihm, ich habe einen großen Vorsprung an Diskussionserfahrung, nennen wir es mal so. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich, was auch das Ziel ist, ist die Themen, die man online findet, auch die alternative Narrative, die man dazu entwickelt, dass man die auch weitergibt. Darum gibt es ganz, ganz viel pädagogische Materialien, die ich dann gleich in den Chat stelle. Vielleicht ganz kurz, was ist der Protagonist im Projekt Jamal al-Khatib? Ist nicht so schwierig, ist Jamal al-Khatib. Ganz wichtig, eben den Jamal al-Khatib, den gibt es nicht. Er ist eine fiktive Figur. Das, was er erzählt, ist allerdings alles passiert, so oder so ähnlich. Ups. Natürlich müssen wir auf den Schutz achten, darum bin ich jetzt auch nicht so gut sichtbar. Das ist einfach trotzdem das Thema ist einfach nicht ohne. Darum schauen wir sehr, sehr stark darauf, dass wir nicht, dass nicht so sichtbar ist, wer da alle dahinter ist, weil es einfach auch tatsächlich ungefährlich ist. Ein weiterer Vorteil von einer fiktiven Figur, einem Messenger, ist natürlich, dass er breiter anknüpfbar ist, weil man es ein bisschen comichaft überhöhen kann. Das ist auch sehr, sehr zentral. Genau. So, und was sind quasi die Online-Ansätze, um das noch ganz kurz zu erklären? Welche Online-Ansätze wurden da in den letzten Jahren entwickelt, seit 2017? Online-Streetwork habe ich schon ein bisschen erklärt. Also das ist so die Hauptmethode, Content-Based Online-Streetwork. Das heißt, mit dem eigenen Content, hauptsächlich Webvideos, aber eben auch Sujets und so weiter, in die Echokammern und szenespezifischen Filterblasen reinzukommen. Das funktioniert relativ gut. Eben auch Verschlagwortung, Hashtags ist das Stichwort. Also ganz viel mit Hashtags arbeiten, das ist nicht immer so leicht, kann man nachher vielleicht auch noch drüber diskutieren. Und natürlich auch über Paid Ads. Also gerade auf Facebook, Instagram geht ohne dem nichts mehr. TikTok ist noch, kommt man mit Hashtags noch ziemlich weit, weil es noch sehr, sehr offen ist. Auf Instagram und Facebook sind schon die ganzen großen Firmen. Da ist es tatsächlich nicht mehr so. Also ein organischer, großer Grow ist nicht mehr möglich. Genau, das ist das eine. Das zweite, das ist auch wesentlich und ich finde, das ist vor allem das, wo wir alle hinschauen sollten in den nächsten Jahren. Digitale Jugendarbeit, eigene Online-Communities aufbauen als Gegenpol zu diesen neosalafistischen Medienseiten. Es ist wichtig, diese Themen, um die es da geht, die Themen in den Online-Lebenswelten der Jugendlichen, dass man die bespricht. Aber eben, dass man auch alternative Sichtweisen darauf anbietet. Ich finde, das ist eben das Allerwichtigste. Genau, das dritte, Social Media Interventions kann man auch machen, wenn man nicht eine neosalafistische Medienseite ist. Also tatsächlich kann man die Hashtags
tatsächlich auch sehr, sehr gut nutzen, um eben eigene alternative Inhalte an die Zielgruppe heranzutragen. So ganz kurz vielleicht noch zum Thema Online-Streetwork. Was ist das, wie funktioniert das? Jetzt haben sich vor allem zwei Ansätze in den letzten 3 Jahren herausgebildet. Einmal Non-Content-Based, einmal Content-Based. Schauen wir mal, der Tipp ist Content-Based. Das heißt, der Fokus liegt auf der Produktion und auf der Verbreitung von alternativen Narrativen über Content. In den Online-Diskussionen wird auch immer geschaut, einen Bezug zu diesem Content herzustellen, weil das eben so der Hauptfokus ist für die alternativen Narrative. Aufsuchende Arbeit spielt sich hauptsächlich auf den eigenen Kanälen ab. Es funktioniert many-to-many und one-to-one. Also das ist vielleicht schon einmal so eine Sache, die in der Online-Arbeit einen großen Unterschied macht zu der Offline-Arbeit, wenn ich Streetwork mache draußen offline. Kommuniziere ich natürlich auch mit One-to-Many und Many-to-Many. Das heißt, wenn man zu zweit auf Streetwork ist, da 5 Jugendliche anspricht und mit einem kommuniziert. Die Gruppe schaut natürlich zu. Das heißt, ich habe immer auch so ein bisschen diese Bühnenfunktion. Das ist online noch viel intensiver. Und der große Unterschied ist, dass ich offline sehe, wie groß quasi die Gruppe ist, wie viele Zuschauer es gibt. Und darum eben auch weiß, wie meine Bühne ausschaut oder wie die Bühne ausschaut. Online weiß ich das nicht. Man kann das nur irgendwie raten oder versuchen nachzuvollziehen anhand der Likes. Aber das ist eben ganz wichtig zu beachten bei allen Online-Interventionen. Es geht immer auch darum, um diejenigen, die mitlesen, dass die was auch davon haben, dass man denen irgendetwas vermittelt. Dementsprechend ist es nicht sinnvoll, da richtig hart reinzugehen. Also da muss man auch immer mitdenken, was kriegen die mit, die mitlesen. Genau, Streetwork Online, ein Projekt aus Berlin. Die machen aufsuchende Arbeit, hauptsächlich eben direkt auf Kanälen, Seiten oder Gruppenchats von neosalafistischen Seiten, aber natürlich auch darüber hinaus. Das ist ganz, ganz wichtig. Eben überall dort, wo Jugendliche sind, das sind auch teilweise oder zum Großteil auch einfach ganz normale Facebook-Gruppen, wo es um religiöse Themen geht. So, ganz kurz, das ist jetzt die letzte Folie. Im Anbetracht der Zeit, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, um auf Fragen einzugehen. Online-Prävention, Wirksamkeit, schwierig zu messen, wie auch offline. Das ist halt auch irgendwie so das Wesen der Prävention. Etwas, was man möglicherweise verhindert hat, kann man nicht messen. Also, wir können jetzt ein bisschen nachvollziehen, ob wir zumindest unsere Zielgruppe erreicht haben. Und das kann man hier auf der Grafik ganz gut sehen. Das sind quasi so eine Netzwerkanalyse unserer Abonnentinnen. Das heißt, die Leute, die Jamal Khatib geliked haben. Wir haben das ausgewertet durch ein Programm, natürlich anonymisiert und so weiter. Das ist ganz wichtig. Also wen haben die Leute, die Jamal Khatib geliked haben, noch geliked? Und da sehen wir oben so dieses islamistische, bisschen neosalafistische Cluster. Genau, wir sehen auch einige andere Cluster. Irgendwo gibt es auch ein Sozialarbeitscluster, das finde ich immer am lustigsten. Und es gibt auch ein Mediencluster, das ist ganz, ganz wichtig. Und das finde ich auch sehr, sehr gut zu wissen. Also sehr, sehr viele Leute, die Jamal liken, die eben auch neosalafistische Seiten liken, liken auch die Zeit im Bild. Das ist was sehr gut zu sehen ist. So, und damit beende ich das jetzt mal. Vielen Dank. Ich hoffe, es war einigermaßen nachvollziehbar. Ja, danke, Fabian. Einmal für den ersten Einblick. Jetzt geht's an euch, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Welche Fragen habt ihr jetzt bezüglich des, was ihr gehört habt, oder auch noch Anregungen, einfach rein in den Chat. Fabian, ich muss ja sagen, dieses Jamal Al-Khatib habe ich ja nicht gekannt davor, gell? Obwohl ich eigentlich schon online unterwegs war. Aber
Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, ob ihr das schon einmal gehört oder gesehen habt oder ob ihr auf Instagram möglicherweise schon mal Al-Khatib folgt. Ich weiß nicht, wie es da ausschaut. Und ist jetzt auf YouTube, ist das auch, gell? Stimmt genau, das? Genau. Also ich stelle es mal in den Chat. Noch nie gehört. Bitte alle reinschauen, liken, gerne teilen. Eben Jamal Al-Khatib ist eine Initiative, ein Zusammenschluss aus ganz unterschiedlichen Leuten, die eben dem dschihadistischen Thema quasi betroffen waren, entweder weil sie selber in der Szene drin waren und ausgestiegen sind, oder eben so wie ich, der eben mit ganz, ganz vielen Leuten in diesem Bereich dann gearbeitet hat. Wir haben unsere Erfahrungen gebündelt und haben eben versucht, da ganz viele Videos zu produzieren. Machen wir immer noch, kommt jetzt auch noch einiges in den nächsten Wochen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Instagram uns liked, und ich stelle es schnell noch den YouTube-Link rein, weil die Videos sind natürlich auf Full HD. Die Videos sind natürlich auf YouTube viel besser zum Schauen. Ja, seid ihr da eher auf YouTube oder eher auf Instagram mit Jugendlichen dann in Kontakt? Interaktion auf Instagram. Genau, aber das beste Sehvergnügen quasi auf YouTube schauen. Facebook gibt es auch, Facebook gibt es auch, aber tatsächlich gibt es keine Menschen unter 35 mehr auf Facebook. Ich persönlich bin, also mir ist Facebook tatsächlich am liebsten, weil ich ein sehr textlastiger Mensch bin, aber kein Jugendlicher interessiert sich mehr dafür. Also tatsächlich tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen, aber auch Instagram ist eigentlich schon out. Also Instagram, die unter 25-Jährigen, für die ist Instagram auch schon was für Dinosaurier. Das geht nicht schnell, tut mir sehr leid. Aber ich denke mal, es ist ziemlich schwierig, dann in diese Telegram oder so, in diese oder WhatsApp-Gruppen, da kommst du ja gar nicht rein, oder? Als im Online-Beratungen, in diese ganz kleinen Gruppen geht ja gar nicht. Telegram ist ja nur leicht. Oder Signal, wie schaut es da aus? Ist das? Ja, nein, also die Frage ist, was macht man da drin überhaupt? So, das ist schon eine Frage. Also tatsächlich gibt es da nochmal so einen großen Unterschied zu, was ich vorher gesagt habe, zu so riesigen Facebook-Gruppen zum Beispiel, wo wirklich zehntausende Leute drin sind, zu so religiösen Alltagsfragen zum Beispiel, wo eben tatsächlich auch schon teilweise Sozialarbeiter drin sind von Online Streetwork, weil es ja tatsächlich ganz viele Jugendliche gibt, die eher auf dieser Ebene sich wohlfühlen, um ihre Probleme und so weiter eben auch mitzuteilen. Das macht tatsächlich voll den Sinn. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was es zum Beispiel auf Telegram gibt, aber ja, Facebook gibt es schon noch im rechtsextremen Bereich, wo es tatsächlich extremistische Gruppierungen sind, die wo das Ziel ist, eben die Propaganda zu verbreiten. Also Telegram kommt man auch ziemlich leicht. Probiert es aus, vielleicht mit Michael Wendler, das ist ganz spannend. Der ist ja vor ein paar Wochen in das Lager der Verschwörungserzähler gewechselt auf Telegram und hat tatsächlich seinen Bruch mit einem sehr dramatischen Instagram-Video eingeleitet, dass sie ihn alle auf Telegram folgen sollen, weil er auf Instagram ganz sicher gesperrt wird, weil es zensiert wird und so weiter. Tatsächlich ist das nicht passiert. Er ist trotzdem auf Telegram und hat tatsächlich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viele aktuell sind, aber er hat eine Woche danach über 120.000 Follower gehabt auf Telegram. Und das Ding ist bei Telegram, ihr alle kennt es, oder wir alle kennen, weil wir schon über 25 sind, wie ein Facebook-Feed ausschaut. Das heißt, ich like bestimmte Seiten und mein Feed wird zusammengestellt. Eben das ist auch so ein bisschen die Idee von Jamal Al-Khatib zum Beispiel, dass wenn Leute viele Seiten bei einem Thema liken, weil sie ein Thema interessiert, dass eben Jamal dann auch in den Feed kommt, um quasi alternative Informationen oder Nachrichten zu diesem Thema, um das geht. Bei Telegram ist es so, dass der Kanal, wenn ich einen Kanal aufmache und einen Feed habe, gibt es nur die Senderfunktion. Das heißt, ich habe nur von Michael Wendler im Feed den Input
Und das ist natürlich schon nochmal was anderes wie auf Facebook, wo der Feed unterschiedlich ist. Und in diesen Kanälen kann eben tatsächlich interagiert, keine, nicht wirklich eine Interaktion stattfinden. Es gibt schon unterschiedliche Ebenen, wie man dann zu Kommentaren kommt, aber eigentlich ist das ein reines Sendemedium, wo uns der Michael Wendler hauptsächlich beglückt mit weitergeleiteten Nachrichten vom Seven Edu, seiner Telegram-Gruppe und vom der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann. Also das ist es das. Und das jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz zu diesem Verschwörungs-Telegram-Kanal. Das ist natürlich auch eine Kohle-Geschichte. Also ganz sicher, wenn du 120.000 Follower hast auf Telegram, überlegt sich, wie der Strache die große Facebook-Seite gehabt hat. Das ist eine Goldgrube und eben bei Telegram nochmal viel mehr wert als wie bei Facebook eben, weil der Feed sehr viel vereinfacht ist. Das stimmt. Eine Frage ist von einer Teilnehmerin. Ich begleite Jugendliche durch eine Lehre. Falls ein Jugendlicher mir gegenüber dschihadistisches oder neosalafistisches Gedankengut äußert, wie soll ich damit umgehen? Eine sehr, sehr gute Frage. Also zunächst einmal, Beratungsstelle Extremismus ist jederzeit für euch zur Verfügung, quasi genau auch für eben solche Themen. Wenn es Unsicherheiten gibt, es werden Sachen gesagt, wo man sich nicht so sicher ist, wie man das einordnen kann, dann auch nicht, ist das vielleicht eine Provokation oder ist da ein manifestes extremistisches Gedankengut dahinter? Wir unterstützen da sehr, sehr gut, um eben das auch mit euch ein bisschen durchzubesprechen, intervisionellen Raum zu geben, Spezialwissen quasi eben zu, ist das jetzt, wo ist dieses Narrativ oder diese Position, diese ideologische Position zu verorten und dann eben auch, wie kann man damit umgehen. Aus meiner Sicht ist sowas immer ernst zu nehmen, auch wenn es Provokationen sind. Auch Provokationen sind ernst zu nehmen, es stehen ernst gemeinte Bedürfnisse dahinter. Das Bedürfnis ist meistens, nimm mich wahr und rede mit mir, setze dich mit mir auseinander. Ich glaube, um es ganz kurz zu machen, da könnte ich wirklich 2 Stunden reden über das Thema, weil ich es auch sehr, sehr spannend finde. Ich glaube, es gibt vor allem ein großes Missverständnis im Umgang mit extremistischen Positionen. Und zwar eine pädagogisch sinnvolle, eine pädagogisch richtige, wie auch immer, Intervention heißt nicht automatisch, dass ich eine Diskussion gewinnen muss. Es ist oft viel, viel sinnvoller, Dinge auch nebeneinander zu stehen, Dinge nebeneinander stehen zu lassen. Ganz, ganz wichtig. In der politischen Sozialisation habe ich ja vorher schon gesagt, glaube ich, das Lernen am Modell. Das heißt, Jugendliche lernen vor allem, wie man mit ihnen politische Inhalte bespricht. Was mir wichtig ist, und das ist, glaube ich, daran kann man sich ganz gut halten, wenn ich jetzt eine extremistische Position höre, dann beziehe ich Position dagegen. Das finde ich falsch. Ich bin nicht der Meinung. Und zwar deswegen und deswegen so. Dann würde ich es eher kurz und nicht direkt eben auf das Islamismus oder sowas eingehen, weil eben diese Begriffe, ihr habt es vorher schon so ein bisschen gesehen, was in der Online-Lebenswelt abgeht, diese Begriffe sind natürlich verbrannt. Also damit arbeiten ganz, ganz viel neosalafistische Inhalte mit diesem Thema, drum den Mechanismus abstrahieren. Ich finde das falsch, weil du Menschen abwertest kollektiv, wenn du das sagst. So, anstatt um jetzt in eine Diskussion zu gehen und mit Argumenten zu ballern, würde ich persönlich eher auf die persönliche Ebene hinsteuern. Also mich interessiert nicht wirklich, Beispiel extremistische Propaganda, wir müssen alle, was ist ein gutes Beispiel, bleiben wir beim sogenannten Islamischen Staat. Was ist ein Inhalt? Todesstrafe für Homosexuelle. So. Ich höre das von einem Jugendlichen, diese Position ist ziemlich problematisch. Natürlich sage ich da was dagegen. Ich finde diese Position falsch. Ich habe unheimlich viele Freunde, mehrere Freunde, die selber homosexuell sind. Wenn du so etwas sagst, mir tut das weh, mir tut das persönlich weh, mich interessiert. Aber wie kommst du darauf? Wie bist du zu dieser Meinung gekommen? Und dann gehe ich hin zu den Erfahrungen und zu den Bedürfnissen. Warum ist das wichtig? Über sowas wie Todesstrafe für Homosexualität, über sowas brauche ich gar nicht diskutieren, will ich gar nicht diskutieren, weil das ist falsch. Da brauche ich nicht argumentativ dagegen einsteigen. Genau.
Fabian, es gibt noch eine Frage, und zwar ist das Ziel bei dem Projekt Jamal Al-Khatib, dass die Jugendlichen wissen, dass das ein Projekt ist, also dass die Person fiktiv ist. Und dann hat sie ja noch geschrieben, sie kann sich vorstellen, dass das dann irgendwie möglicherweise die Beratung oder auch dass die Arbeit brechen kann, wenn die das dann checken, dass das eigentlich eine fiktive Geschichte ist und von Erwachsenen betreut wird. Und was sind da die Erfahrungen oder wie ist da euer Ansatz? Ja, voll die gute Frage. Also tatsächlich ist es sehr, sehr wichtig bei Narrativen, bei Inhalten, nicht nur, wie sind die Inhalte, sondern vor allem auch, von wem kommen sie. Ich habe vorher gesagt, warum war die Propaganda 2013, 2014 so wirksam, weil zum Beispiel der Firas direkt mit den Leuten über Facebook kommuniziert hat, und mit Ö24 kommuniziert hat und Ö24 das direkt gedruckt hat. Und wenn ich sage, der Islamische Staat macht falsche Sachen, ich bin nicht dort, der Führer ist dort. So. Darum hat das sehr, sehr gut funktioniert. Also tatsächlich ist das ein wichtiges Thema, woher kommt die alternativen Narrative, damit ich sie eben auch annehmen kann, damit sie spannend sind und ich sie ins Weltbild quasi auch übernehmen kann. So als Jugendliche, also natürlich nie eins zu eins, das sind ihre eigenen Sachen draus machen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Wir sind insofern transparent, dass wir natürlich das alles auf unseren Channels beschreiben. Unter den Videos steht auch immer auf YouTube, wo es finanziert wird. Aber wir machen jetzt kein... Wir versuchen das vor allem dann dialogisch zu erklären. Also es ist natürlich immer das Beste, wenn Jugendliche sehen das Video, sehen ein Video und nehmen gleich eine kritische Position ein. Ich freue mich da immer. Widerspruch ist eigentlich als Pädagoge das Beste, was einem passieren kann. So, wenn man sich anschaut, politische Sozialisation, innere Autonomie. Also eben, das finde ich super, wenn Kids widersprechen und dann kann man super einsteigen und das Ganze erklären. Und tatsächlich warum wir nicht mit offenen Namen und so weiter agieren, ist tatsächlich, es ist einfach zu gefährlich. Dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Ist es ja nicht so bei uns, dass das von Erwachsenen gemacht wird, wie auch immer. Natürlich, bei uns ist es so, dass jeder das macht, was er am besten kann. Ich persönlich kann keine Kamera führen, das kennen die meisten Kids auch nicht, darum haben wir ein professionelles Filmteam, aber die Geschichten, die erzählt werden, die kommen von denen, die betroffen sind, weil diese Geschichten kann ich auch nicht erzählen, weil ich es nicht erlebt habe. Ich habe andere Erfahrungen. Was ich gut kann, ist gemeinsam mit den Jugendlichen ihre Erfahrungen zu besprechen, gemeinsam anzuschauen und dann gemeinsam zu überlegen, was kann man selber daraus lernen, weil das, finde ich, ist das Wichtigste in der pädagogischen Praxis mit den Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen, dass sie lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für ihre Aussagen, Handlungen und natürlich auch Positionen. So, also Subjektorientierung, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Das Opfernarrativ, die Wut über bestimmte politische Sachen, die ist natürlich berechtigt, aber das gibt einem nicht das Recht, also ein Unrecht wiegt kein anderes Unrecht auf. So, das ist ein sehr, sehr wichtiges Learning, das heißt, Verantwortung zu übernehmen, das ist mein Ziel oder unser Ziel auch in der pädagogischen Arbeit. Und das machen die Jugendlichen sehr gut, finde ich. Da könnte sich so mancher Erwachsener oder Politiker auch noch eine Scheibe abschneiden. Dankeschön. Auf ganz spezifische Fragen kann ich nicht eingehen. So, Die Bernadette hätte, glaube ich, sie wollte sie mit per Mikrofon. Genau. Hallo Fabian. Ich finde das Projekt einmal erstens super, Jamal Al-Khatib. Meine Frage wäre, wie das dann bekannt worden ist. Haben Sie dann viele Jugendliche an euch gewandt, so auch mit, dass sie auch ihre Geschichte erzählen wollen? Also hat das dann irgendwie so eingeschlagen, dass sie dann gesagt haben, ja stimmt, das ist eigentlich, will du auch raus, eigentlich will du auch erzählen. Und wie schaut das mit den Mädels aus? Also war es ja irrsinnig viele Männer oder Burschen,
da auch wirklich drüber reden. Aber wie ist also die Einstellung der Mädels oder der jungen Frauen? Genau, also vielleicht zwei Ebenen. Ja, also tatsächlich, was gibt's Geileres für Jugendliche, wie coole Videos zu machen und das zu sagen, ihre Geschichte zu erzählen, das, was ihnen wichtig ist, mitzuteilen. Ja, immer wieder schreiben auch Jugendliche, ob sie bei uns ihre Geschichte erzählen können. So tatsächlich, ja, wir sind ein sehr, sehr kleines Projekt, haben sehr, sehr wenig Ressourcen. Tatsächlich geht das nicht, aber ich denke tatsächlich, dass das so auch eine Vision von mir ist, wo Jugendarbeit in sich in den nächsten Jahren hin weiterentwickeln kann. Die Online- und Offline-Lebenswelten der Jugendlichen sind einfach keine getrennten mehr voneinander. Also ich weiß nicht, ich habe das live miterlebt, 2013 sitzt du noch am Tisch und diskutierst und dann ist das Handy dabei mittlerweile, das fließt ineinander. Also ich denke tatsächlich, das wäre so ein bisschen das. Offline wie online, ich finde, es geht hauptsächlich um Erfahrungen und dass man über die spricht und die auch besprechbar macht und den Jugendlichen eine Stimme gibt. Das ist, glaube ich, das, wo Jugendarbeit hin sollte in den nächsten Jahren. Tatsächlich ist Jamaika-Tipp ein männlich dominiertes Projekt. Das ist auch einer, das, was ich ein bisschen schade finde, so ganz grundsätzlich. Aber es sind unterschiedliche Themen bei Burschen und bei Mädels. Überschneidet sich natürlich schon, aber es sind auch unterschiedliche Themen. Es gibt allerdings eben auch Mädcheninitiativen online. Eine stelle ich auf Xylem, das ist eine Direktnachricht. Ich stelle es gleich in den Chat rein. Das ist das Projekt Nissa gemeinsam. Ähnliche Methoden wie auch bei Jamal Khatib, aber andere Themen, nämlich die Themen der Mädels, die am Projekt mitarbeiten. Und die Themen der Mädels sind halt hauptsächlich Sexismus. Das ist tatsächlich das wichtigste Thema in ihren Leben, Online-Lebenswelten, Offline-Lebenswelten. Leider auch, aber das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen, weil die nicht sagen. Ja. Sexismus ist leider ein riesiges Thema am Österreich 2021. Wenn ich mir anschaue, es hat schon wieder Frauenmorde gegeben, da wäre echt tatsächlich auch mal ein größerer Handlungsbedarf. Und danke, noch eine Frage schon, eine schnelle noch. Eine schnelle. Da gibt es eigentlich andere Organisationen, die sich an euch wenden, um sie da eure Erfahrungsgut quasi daraus zu profitieren? Ja, tatsächlich switche ich jetzt zur Beratungsstelle Extremismus nochmal. Tatsächlich ist das bei der Beratungsstelle Extremismus eines unserer Hauptthemen. Das heißt, wir betreuen, begleiten eben nicht nur Klientinnen, Angehörige, Multiplikatorinnen und direkt Betroffene, sondern eben auch Institutionen. Das heißt, wenn es ein Thema gibt, jetzt im Juni zum Beispiel war Graue Wölfe im 10. Bezirk ein ziemlich großes Thema bei diesen Auseinandersetzungen. Da haben wir natürlich versucht, die Jugendeinrichtungen vor Ort, die eben mit Leuten gearbeitet, die bei diesen Auseinandersetzungen beteiligt waren, dass wir die unterstützen, supporten, einerseits eben so mit den Inputs oder mit den Sachen, die wir im Online-Monitoring herausgefunden haben, was sind so die Narrative jetzt auf diese Zwischenfälle, auf diese Auseinandersetzungen, welche alternativen Narrative funktionieren vielleicht, auf der einen Ebene, auf der anderen Ebene dann natürlich nochmal so der intervisionelle Bereich, weil es ist aber trotzdem, und das darf man nicht vergessen, Extremismus ist schon ein richtig heftiges Thema. Ja. Es macht einfach was mit uns. Ich habe jetzt versucht, eine möglichst nette Präsentation zu machen, aber es sind natürlich auch unheimlich grausame Bilder. So. Und darum funktioniert es auch so gut, die Macht der Bilder. Also das sogenannte Opfernarrativ wird halt am besten funktionieren, wenn es, also wird man am besten dadurch bekämpfen, dass es keinen Rassismus und keinen Krieg mehr gibt. So. Aber da braucht man noch ein bisschen, fürchte ich. Das stimmt, ja. Ja, danke schön für den Input und danke für die Frage, Bernadette. Wir sind leider schon, es ist schon 10. Wir müssen leider aufhören, auch wenn vielleicht jetzt manche Fragen im Chat nicht beantwortet worden sind. Tut es uns leid. Ich glaube, Fabian, für dich passt es auch, oder? Wenn wir jetzt die Stunde, ich glaube, du hast alles gesagt, was in einer Stunde zu sagen ist. Es war wirklich interessant und wir können da wahrscheinlich auch noch Stunden weiter quatschen. Aber leider, wir haben nur diese Stunde über.
Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne dem Fabian auch, er hat sie reingeschrieben in den Chat, eine E-Mail schreiben, oder Fabian? Ja, voll, beziehungsweise gerne einfach wirklich zu Themen aller Art, eben auch längere Workshops zu den Themen, auch zum Thema Online-Dschihadismus, Neosalafismus und so weiter, auch direkt auf eure Einrichtung abgestimmt, was braucht ihr genau, was sind eure Themen, wie können wir euch unterstützen, gibt es natürlich auch jederzeit von der Beratungsstelle Extremismus, also einfach anrufen und wir unterstützen euch sehr, sehr gerne. Dankeschön und ja, danke Fabian, es war wirklich super zum Zuhören und hat uns was gebracht, die Stunde. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder von 9 bis 10 Uhr mit der Barbara Buchecker von Safer Internet. Geht es um Datenschutz in der Jugendarbeit. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Geht's raus in die Sonne. Pfiat euch. Ja. Danke, Fabian. Gerne.